Es mag sein, selten, sehr selten, dass sich da ein gutes Buch verirrt. Aber in der Regel sind die Bestseller nicht das, was Sie lesen wollen. Sie möchten auch nicht einen der 10 meistverkauften Pullover Deutschlands anziehen. Ja, ganz lieben Dank, meine Damen und Herren. Das ist ein großes Vergnügen, hier sein zu dürfen. Diese Burg Ranis hat ja einen legendären Ruf schon als Literaturveranstaltung. Der ist auch zu mir schon nach Köln gedrungen. Ingo Schulze hat hier sehr davon geschwärmt. Ich habe gerade Ulf Stolterfoht noch erleben dürfen, den ich für die Creme, zur Creme de la Creme der deutschen Lyriker zählend halte. Ganz wunderbarer Mensch, der auch einen super Verlag macht, wo man die schönsten deutschsprachigen Lyrikbände kaufen kann. Ich möchte Ihnen heute ein paar Lieblingsbücher vorstellen, aber damit so eine Veranstaltung nicht so eine große Gemeinsamkeit mit einer heizdicken Verkaufsveranstaltung hat, habe ich in mein Dofelregal in Köln gegriffen, wo ich exemplarisch misslungene Bücher aufbewahre, um sie bei öffentlichen Gelegenheiten wie diesen Hohn und Spott auszusetzen, um Ihnen klarzumachen, dass unter diesen 90.000 Neuerscheinungen, die jedes Jahr in Deutschland in die Buchhandlungen fluten, natürlich nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ich möchte Ihnen deshalb eigentlich nicht nur Bücher ans Herz legen, das schon auch, sondern ich möchte Ihnen etwas über Strategien der Orientierung erzählen, wie man denn in dieser Flut von Neuerscheinungen sowas wie einen literarischen Kompass finden kann. Also, was deutet darauf hin, was sich zu lesen lohnt und was nicht? Wie schaffen das professionell mit Büchern agierende Menschen, Lektoren, Verleger, literarische Übersetzer, in meinen Augen die wahren, unbesungenen Helden unseres literarischen Betriebs, die dafür sorgen, dass wir nicht im Moostopf unserer Nationalliteratur sitzen und den lieben langen Tag Ulla Hahn lesen müssen oder so, sondern dass wir wirklich Weltliteratur zur Kenntnis nehmen können. Wie schafft das ein Literaturkritiker, da einigermaßen den Kopf oben zu halten und mitgerissen zu werden in dieser Flut von Neuerscheinungen? Naja, da gibt es verschiedene Orientierungssysteme. Manche halten es ja mit den Bestsellerlisten. Sie wissen, seit etwa, seit genauer gesagt 15 Jahren habe ich das Vergnügen, die deutschen Bestseller zu lesen für meine kleine literaturkritische Familiensendung Druckfrisch, die da spät, Sonntagabends läuft. Als ich das anfing, ließ ich mir natürlich nicht träumen, dass ich mir sozusagen selber den Käfig baue, in dem ich nun sitze. Ich dachte, naja, das machst du für ein halbes Jahr, das ist doch mal amüsant, sozusagen den literarischen Puls der Nation zu fühlen, indem man die Bestseller tatsächlich liest. Alle die Bücher, die ich Ihnen jetzt vorstelle, die standen auf dieser Bestsellerliste und ich kann Sie nur davor warnen. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment heute Abend auf Burg Ranis. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Was würde Sie da wohl erwarten? Vollkommen zu Recht vermuten Sie wahrscheinlich unglaublich missratener Autobahnraststätten-Mampf. Und soll ich Ihnen was sagen? Das ist mit Büchern ganz genauso. Die Bestseller, das ist ein oft verbreitetes semantisches Missverständnis, haben nichts mit den besten Büchern zu tun, sondern es sind lediglich die meistverkauften. Mit anderen Worten, der kleinste gemeinsame Nenner des Massengeschmacks. Es mag sein, selten, sehr selten, dass sich da ein gutes Buch verirrt. Aber in der Regel sind die Bestseller nicht das, was Sie lesen wollen. Sie möchten auch nicht einen der 10 meistverkauften Pullover Deutschlands anziehen. Glauben Sie mir, also ich mache selten Modekritik, aber so viel Einkaufshilfe kann ich Ihnen, also da bin ich quasi die Shopping Queen noch daneben. Das wollen Sie nicht. Wir wollen Alta Moda, wir wollen Haute Couture und eben keine meistverkauften Geschichten. Die finden Sie bei Kick. Aber der literarische Kick ist quasi die Bestsellerliste. Auf der Bestsellerliste finden Sie Bücher wie von meinem Liebling auf dem Fußballplatz, Oliver Kahn, dessen erste Autobiografie. Nee, auf den lasse ich nichts kommen. Der hat mir einige schöne Stunden auf dem Fußballplatz bereitet, also für mich als Couchpotato zum Angucken. Als Torwart beim FC Bayern in der Nationalmannschaft war der ganz in Ordnung.
Nur hat er inzwischen auch Bücher geschrieben, und zwar schon 4 an der Zahl. Das erste Buch heißt Nummer 1. Inzwischen hat er 3 weitere folgen lassen. Dieses Buch hat Oliver Kahn ganz zweifellos selbst geschrieben, weil es den in meinen Augen mich an die Philosophie des späten Martin Heidegger erinnernden Satz enthält: Die Trennung von meiner Frau hatte nichts mit ihrer Person zu tun. Den muss man sich ganz langsam über die Zunge rollen lassen. Je älter ich werde, umso mehr geht mir die Weisheit dieses Satzes auf. Aber einem Ghostwriter wäre ein solcher Satz nicht unterlaufen. Also der stammt schon von Oliver Kahn selber. Was lehrt uns das? Ich möchte Sie auf jeden Fall warnen vor sämtlichen Büchern, die auf dem Titelbild das Konterfei des Autors, der Autorin haben. Das sind meistens Versuche, ein solches Foto auf anderen Feldern erworbene Prominenz, sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, im Showbiz, im Medium Buch sozusagen noch umzurubeln, diese Bekanntschaft umzusetzen.